Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben heute, Moment, so, musste mal das Mikro gerade mal ein bisschen gerade rücken. Ja, wir haben jetzt ein bisschen was vor uns. Und zwar möchte ich was ganz Besonderes machen. Ich brauche nur erstmal ein Fahrzeug, mit dem wir uns bewegen können. Denn wir müssen mal so in die Richtung nach oben. Ich möchte nämlich da etwas dem Haus ausweichen. Bin gerade überlegen, wie wir am besten fahren. Fahren wir erstmal hoch, egal. So. So, musste mich kurz auslinken. Es hat mich ein wenig gekribbelt in der Nase. Dann kam, ja, eine eruptive Luftmengenentladung in Form eines kleinen Niesers. Und das wollte ich euch nicht zumuten. So, wir sind jetzt hier auf dem Weg in das Zielgebiet. Wir sind jetzt bei 515.000 Euro. Und heute ist der große Tag. Heute werden wir uns wieder ein bisschen vergrößern. Allerdings mit einem kleinen Zwischenstopp. Wir müssen nämlich als erstes mal jemanden noch retten. So, jetzt gucken wir aber erstmal, welchen nehmen wir da. Ich würde sagen, wir nehmen den hier. Der ist nämlich hier direkt wieder in der Nähe. Gut, dass wir den hier oben positioniert haben. Finde ich ja mal richtig lasse halt. Der liegt schon wieder rechts auf der Piste. Den sollten wir eigentlich auch hier oben hochfahren. Ist, glaube ich, der bessere Weg. So, und der liegt wieder da links irgendwo. Das scheint so eine typische Stelle zu sein. Ein Unfall. Na, das sieht eher aus, als ob der hier besoffen vom Balkon gefallen ist. Aber okay, auch kein Problem. Auch diesen Mann retten wir natürlich. Und wir werden mal hier im Alltempo wieder runterflitzen. Also kriegen wir wenigstens noch ein paar Euros zusammen. Das geht natürlich wunderbar. Steigert natürlich unser Portemonnaie. Ja. Und, ja, hallo Skihasel. So, und einmal da runter. Einmal den Kollegen abgeben. So, das hat sich erledigt. 10.700 Euro. Das ist auch schon mal sehr gut. So, bringen wir den Jungen gleich wieder in seine Position, wo wir hin müssen. Und danach lassen wir uns aber erstmal nicht mehr aufhalten. Dann kann kommen, was da möge. Wir werden nämlich jetzt erstmal weiter in Richtung des Berges fahren. Ja, sozusagen, der Berg ruft. Und ja, wir werden jetzt mal schauen, wie fahren wir am besten. Ich würde sagen, hier vorne, nicht? Da hinten dran die Piste. Die fahren wir hoch. Das müsste passen. Das sollte der direkte Weg zu unserer nächsten Bergstation werden. In diesem Sinne fahren wir hier jetzt mal schleunigst nach oben. Es wird zwar schon leider ein bisschen dunkel, aber ich denke mal, das werden wir jetzt verkraften. Geld haben wir genug zusammen. Und somit können wir uns jetzt gleich die nächste Bergstation kaufen. Nämlich, wenn ich das nicht ganzen Folgen falsch gesagt habe, die Eisigspitz. Müsste das jetzt hier sein. Ist eine große Station und hat den Vorteil, hat sogar eine eigene Tankstelle da oben. Bringt uns also dementsprechend auch nochmal einen riesen Vorteil. Gut, tanken könnten wir so oder so. Aber wenn es die eigene ist, ist ja auch schön. Vielleicht tanken ja auch ein paar andere Fahrzeuge noch da oben. So irgendwelche Zulieferer oder sowas. Die könnten vielleicht auch noch Geld machen. Aber ich glaube, das ist in diesem Spiel so leider gar nicht vorgesehen. Aber ist erstmal auch nicht das Problem. Wir haben nämlich dann diese große Station mit der Wetterstation dabei. Und hier möchte ich mein neues Lager aufschlagen. Da unten ist die Tankstelle. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob wir irgendwo hier den Button zum Kaufen finden. Oh, da ist auch der Heliport, aber irgendwie, hallo? Nix kaufen? Möchte Station kaufen? Bin ich jetzt blöd? Das irritiert mich jetzt gerade ein wenig. Das irritiert... Ach, da hinten drin ist das. Na gut, alles klar. Okay, war ich ein wenig, desorientiert. So, hier gucken wir mal rein. Ja, die Eisigspitz. 560.000. Haben wir da schon genug? Ja, gerade so. 18.31 Uhr, das passt auch. So, diese Skistation gehört jetzt uns. Und damit haben wir die Pisten 11, 12, 13 und 15 noch mit dazu bekommen. Und ich denke mal, jetzt wird es auch langsam Zeit für einen weiteren Pistenbully, den wir dann doch hier so in dem Bereich und später hier noch drüben mit einsetzen können. Ich glaube, das sollten wir uns auch bald auf die Fahnen mitschreiben. Wir gehen aber jetzt nochmal rein, denn jetzt können wir natürlich auch entsprechend hier die Preise ein wenig erhöhen. Und wir gucken mal kurz hier, wir steigen den anderen, uns selbst ja sozusagen mal aufs Dach. Also wir haben da hinten schon mal drei Erweiterungen, da eine große, da noch eine Erweiterung und wir haben den Heliport. Also ich bin richtig begeistert, wir können hier richtig viel machen.
Und jetzt ist natürlich die Überlegung, gehört uns jetzt diese Wetterstation auch oder ist die einfach nur da irgendwie reingesetzt? Ach, hier unten ist ja auch noch eine Erweiterung. Genau. Das gucken wir uns mal schnell an, aber ich glaube, die hat jetzt mit der Station selber hier nichts zu tun. Das dürfte einfach nur, ja, da stehen, das Ding. Nee, haben wir also gar keinen Einfluss drauf. Hier können wir auch nicht hoch. Da waren wir aber schon oben. Nämlich mit einem unserer Fahrzeuge, weil dort oben ein Zwerg versteckt war. Ja, daran erinnere ich mich noch ganz genau. So, und jetzt können wir uns von hier oben mal unsere neue Station angucken. Das ist doch ein Riesenteil. Wir haben hier so viele Erweiterungsmöglichkeiten, inklusive dem Heliport. Und hier möchte ich aus dem Heliport definitiv was anderes machen. Entweder ein Sonnendeck oder eine Picknick-Area. Und wir gucken jetzt nochmal auf die Station selber. So, oh, guck mal hier, was wir hier alles erweitern können. Genauso viel wie hier vorne bei der Grübifeld. Also viermal blau und eine Einrichtung, zwei Einrichtungen, drei Einrichtungen, vier Einrichtungen, eine Plattform. Fassade geht auch wieder. Große und kleine Erweiterung. Ja, das ist schon mal richtig gut. So, jetzt gucken wir mal schnell in die Hotels. Oh, das sieht auch ganz okay aus. So langsam tut sich was. Und auch hier tut sich so langsam was. Also ich glaube, die Idee von Mequoragu war gar nicht schlecht. Und wir sehen, bei den Jugendlichen ist die Zuschauerzahl, hätte ich fast gesagt, die Gästeanzahl auch wieder einen Ticken gestiegen. Klar, dafür gehen natürlich die Familien jetzt ein bisschen runter. Aber in Summe kommt da jetzt richtig viel rein. Von den Gästen her legen wir auch richtig gut zu. Also so kommen wir gut durch. Ja, wie machen wir? Wie machen wir das Ganze? Wo fangen wir an? Wie legen wir los? Wo hören wir auf? Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier so an einzelnen Erweiterungen haben. Bei der Fassade wäre ich ja schon fast dafür, wieder die Solarzellen zu nehmen, wegen den Kosten. Aber auf der anderen Seite, ah, das ist Information, okay. Aber auf der anderen Seite, mit der Handyantenne, das scheint sich ganz gut gemacht zu haben. Jetzt müssen wir auch nur mal gucken, wo ist überhaupt diese Fassadenerweiterung? Die habe ich nämlich noch nicht gefunden. Oh. Können wir kurz hier durchs Fernrohr gucken. Gucken, ob wir da was Schönes entdecken. Nö, selbe Bild wie sonst auch. Leider kein Unterschied. Ich sehe auch keinen Zwerg. Da unten fährt der Zügli. Also wenigstens animiert das Ganze. Finde ich auch nicht schlecht. So, wir gucken jetzt hier nochmal rum. Da ist der Heliport. Ah, da ist wahrscheinlich die Fassade. Okay, wir gucken mal, was wir hier an der Fassade machen können. Also wir können die Solarzellen setzen, Mobilfunkantenne oder Werbetafel. Gut, alle Anlagen dieser Station werden die Unterhaltskosten um 25% gesenkt. Ist eigentlich eine schöne Sache. Aber ich glaube, wir würden dann diesmal doch eher hier die Mobilfunkantenne später nehmen. Denn die Mobilfunkantenne, glaube ich, ist doch besser für unsere Gäste. Dann sind die Leute zufrieden. Denn unten bei der Grübifeld, mal gucken, ob wir die von hier auch sehen können. Wir gehen mal hier auf die Plattform hoch. So, die müsste ja da unten sein, genau. Da ist ja auch entsprechend, oh, Pistenpräparation. Ja, ist klar, jetzt kommt das alles wieder, weil wir natürlich noch einen Haufen Pisten zu machen haben, die neu dazugekommen sind. Ja, da müssten wir uns eigentlich dann gleich mal drum kümmern. Wo sind wir denn da zu Hause? Hier sind wir zu Hause. Gut, dann starten wir mal kurz das ganze Trimbamborium. Gehen wir kurz auf die Karte. Weil ich muss jetzt auch natürlich dann schauen, dass wir in Richtung der neuen Pisten uns mal orientieren. Dabei haben wir die alten Pisten nicht mal alle fertig. Also ja, jetzt wird es langsam richtig viel Arbeit geben. Ich hoffe, die Zufriedenheit leidet da jetzt nicht zu sehr drunter. Bin aber trotzdem froh, dass wir die Eisigspitze jetzt erstmal haben. Wenn jetzt noch ein bisschen Geld drin ist, am nächsten Skitag können wir da auch mit den ersten Erweiterungen loslegen. Und nachdem wir jetzt die Disco haben, das Restaurant und das Wellnesscenter, würde ich sagen, kann man hier oben auch schön mal einen Tagungsraum hinsetzen. Ich denke mal, das ist auch sehr interessant, denn für Geschäftsleute oder Singles oder Jungsenioren kann das auch immer mal ein schöner Platz zum Diskutieren, zum Entspannen sein oder wie auch immer. So, und wir fahren definitiv mal nach oben, denn wir müssen natürlich uns auch um die neuen Pisten kümmern. Werden wir mal gucken, was wir da jetzt so weit noch alles hinkriegen. Und ihr seht schon, es wird jetzt richtig aufwendig. Und ich glaube, da wird jetzt auch langsam ein zweiter, ja, Pistenbully fällig. Ihr habt es ja selber auch schon gesagt, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Denn wir fahren und fahren und fahren und haben natürlich dann später auch immer weitere Fahrwege, die wir absolvieren müssen. In dem Punkt kommen wir wahrscheinlich gar nicht um zweites oder vielleicht sogar drittes Gefährt drumrum.
Das werden wir uns dann in Ruhe mal anschauen. Wie gesagt, nichts überstürzen. Alles easy, alles cool. Wir kommen richtig gut vorwärts. So, hier sollten wir gucken, dass wir innerhalb der Piste bleiben. So, und die Piste 11 gehört uns ja auch. Ja, dann weinen wir die doch gleich mal ein. Fahren wir mal die neue Piste hoch. Und schauen mal, wie wir da jetzt am besten vorankommen. So, der Skitag ist jetzt fast zu Ende. Ja, von den Finanzen sieht es natürlich jetzt übel aus. Klar, der Tagesminusbereich ist ganz schön runter. Aber auf der anderen Seite, wir haben trotzdem wieder über 400.000 Euro Tageseinnahmen. Die Tageskarten sind jetzt auch nochmal um 8 Euro teurer geworden. Also gehen da die Einnahmen jetzt doch deutlich nach oben. Und ich denke mal, wir werden vielleicht dann das ein oder andere jetzt per Helfer machen müssen. Kommen wir gar nicht drum rum. Denn ja, wir schaffen das ansonsten alles gar nicht. Gerade überlegen, wir gucken uns mal schnell die Pisten an. Also ich denke mal, so die kleinen Pisten, die können wir definitiv immer schon mal machen. Hier, das sieht alles schon ein bisschen heftiger aus. Die geht auch noch. Ja, und bei den anderen warte ich lieber erstmal noch einen Moment. Die 14, ja kommt, die machen wir auch gleich fertig. Die ist schön groß. So, wie sieht es hier aus? Ach nee, zu viel dürfen wir nicht machen, sonst ist unser Geld ganz weg. Und wir wollen ja auch noch Erweiterungen kaufen. Also immer so ein bisschen, ja, das Mittelmaß sozusagen zwischen Investitionen und Helfer finden. Ich denke mal, so kriegen wir das ganz gut hin. Und ja, jetzt warten einige neue Erweiterungen auf uns, die wir uns erstmal holen. Ich möchte natürlich die Station erstmal voll ausbauen. Dann müssen wir gucken, dass wir auf alle Fälle weitere Hotels bauen. Dann müssen wir natürlich auch schauen, dass wir entsprechend vielleicht den neuen Pistenbully kaufen. Da habt ihr ja auch schon vorgeschlagen, entweder zwei kleine oder einen mittelgroßen. Ich wäre dafür, wir holen uns erstmal einen weiteren 400er. Den wir dann noch mit einsetzen können. Wir können zwar nur mit einem fahren, aber wir haben dann zumindest, sage ich mal, so ein bisschen die Zwischenfahrwege weg. Außer wir gucken, dass wir das hier anständig koordinieren und versuchen, so eine Art Kreissystem zu fahren. Dann kämen wir da auch ganz gut mit hin. Aber das werden wir heute nicht mehr entscheiden. Das ist alles Zukunftsmusik. Wir gucken, dass jetzt einfach nur erstmal Geld für die Erweiterungen reinkommt. Für ein, zwei kleine Sachen haben wir das Geld bestimmt schon zusammen. Das heißt, wir werden dann in der nächsten Folge wieder so einen kleinen Erweiterungsmarathon mal starten. Wir müssen natürlich auch gucken, es geht jetzt auch ein bisschen Geld über Nacht wieder weg. Der Skitag ist vorbei. Wir lassen dementsprechend die Zeit schon mal ein wenig vorlaufen. Und sehen jetzt auch, dass an der Piste 11 langsam der Präparationsbalken doch ja, Form annimmt. Also er steigt dann auch langsam auf. Ist auch ganz gut so, denn das wird bestimmt richtig teuer. Wir können ja mal so aus Spaß gucken. Wir haben nicht genug Geld. Die brauchen nur 35.000. Da haben wir auch nicht genug Geld. Und da haben wir auch nicht genug Geld. Und das, obwohl wir 48.000 Euro haben. Also da wird einiges fällig sein. So, ich denke mal, bis zur Bergstation könnten wir es noch schaffen. Das sollten wir eigentlich noch hinkriegen. Wobei die Piste 11 einer der längsten jetzt hier ist. Aber ist ja soweit alles machbar. Und ja, jetzt fahren wir halt schon wieder Pistenraupe, ne? Aber eigentlich doch sehr erfreulich. Denn, wie gesagt, durch die Erweiterung haben wir gleich 4 neue Skipisten bekommen. Das ist natürlich eine ganze Menge Holz. Interessant wird es dann am Freitag, wenn es geschneit hat. Ich befürchte da mal so ganz dezent, dass wir dann einige hunderttausend bräuchten, um im Prinzip alles auf Anhieb zu präparieren. Nun gut, aber dafür kaufen wir die Erweiterung, dann ist das okay. Ja, das ist schön. Aber das interessiert uns jetzt erstmal noch nicht. Wir müssen nämlich, ach komm, dann fahren wir die 12 gleich mal runter. Die gehört uns ja jetzt auch. Können wir die nämlich gleich mit abnutzen, abfahren. So, jetzt geht es schon langsam wieder mit den Einnahmen los. Heute dürfte also ein Tag werden, in dem wir richtig gut Geld verdienen wieder. Und ja, mit 400.000 könnte natürlich auch dementsprechend einiges schon wieder gemacht werden. So, wir schauen jetzt mal schnell die Piste Nummer 11. Ja, da haben wir immer noch nicht genug Geld. 12 auch noch nicht. Okay, also da. Und jetzt haben wir hier die gestern präpariert und heute ist es schon wieder Flötsche. Da 2.000, auch schon wieder 2.000. Also das ist schon ziemlich heftig. Die hat sogar 10.000. Gut, die drei Pisten machen wir jetzt noch. Dann haben wir die wenigstens präpariert. Gucken wir auf die Zufriedenheit. Jawohl, es lohnt sich doch. Denn wir sind bei 35%. Also, das Ganze geht so langsam wirklich gut voran. Ich bin echt begeistert.
So, das Einzige, wo ich nicht so begeistert bin, ist der Schneefall. Ich befürchte, dann geht da noch ein bisschen Arbeit wieder auf uns zu. Und ja, wir sind jetzt leider schon wieder am Ende der Folge. So gesehen schade, weil ich würde gern so viel jetzt noch machen. Aber das machen wir dann halt einfach morgen. Ne? Da ist ja auch noch ein Tag. Wir haben jetzt die neue Skipiste, die neue Bergstation. Die Eisigspitz gehört jetzt uns, haben damit wieder eine mehr. Dafür bleibt auch gar nicht mehr viel übrig, was noch jetzt im Prinzip skipistentechnisch zu holen ist. Da sind wir also schon sehr, sehr gut ausgestattet. Vom Geld her sieht es auch gut aus, da kommt auch schon wieder dick was rein. Wie gesagt, wir kriegen ja jetzt auch entsprechend mehr Einnahmen durch die höheren Tageskarten. Morgen werden wir ein paar Geschäfte noch kaufen, ein paar Anlagen. Und in diesem Sinne sind wir für heute aber erstmal durch. So, hier fahre ich jetzt nochmal ein Stück runter. Ich würde sagen, bis da vorne zu...